Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom FIFA 17 Karrieremodus mit dem ersten FC Köln. Wir sind auf dem vierten Platz und spielen heute gegen Werder Bremen. Mal gucken, wo Werder Bremen so aktuell ist. Die sind aktuell auf dem 13. Platz, haben noch ein Spiel ja halt gegen uns, während die anderen schon gespielt haben. Und seht euch mal die Tabelle an. Dortmund auf dem 17. Platz. Tuchel, was los? Was ist denn da los? 3 Siege, 2 Unentschieden, 8 Niederlagen. Das darf Thomas Tuchel nicht gefallen und das wird Thomas Tuchel nicht gefallen. Er hat zwar noch ein Spiel und damit könnte er sich auf Platz 13 nochmal bewegen, aber die Saison für Dortmund verläuft aktuell hier gar nicht so gut. Und naja, wir sollten uns auf uns aber erstmal konzentrieren. Wir spielen gegen Bremen und müssen auf jeden Fall ein bisschen wechseln. Sané ist wieder einigermaßen fit, dafür Özcan ran. Osako sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Da müssen wir auf jeden Fall Ersatz finden. Eventuell werden wir mal, warte mal, Höger, Sané. Ja, ich weiß auch nicht, wen wir da einsetzen sollen. Wir haben jetzt nicht so wirklich viele Spieler. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Vielleicht Jojic für Osako. Modest, ja, es geht noch einigermaßen. Bittencourt geht noch einigermaßen. Vielleicht lassen wir das einfach so und wechseln dann in einer Halbzeit aus. Ich denke mal, das war Rausch jetzt erstmal auf die Bank setzen. Und, oh, wir können auch tatsächlich vielleicht doch Bittencourt in die Zentrale und Rausch nach links. Dann hätten wir immer noch Jojic auf der Bank, der dann eingesetzt werden kann. Ich denke mal, das passt schon so. Zoller ist auf der Bank. Frei ist auf der Bank. Ja, ich denke mal, das lassen wir erstmal so und gucken mal, wie es wird gegen Werder Bremen. Und dann müssen wir auf jeden Fall in der Halbzeit wechseln. Es sieht im Moment nicht so gut aus. Wir haben einen ziemlich, ziemlich kleinen Kader und die Spieler sind teilweise nicht so richtig fit. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen überlegen, wie wir es am besten machen. Und dann geht es auch noch gegen Leverkusen. Eieiei. Vielleicht sollten wir dann doch noch mal ein bisschen... Komm, wir lassen das Team jetzt einfach so und gucken uns mal das Spiel gegen Bremen an, in Bremen. Ja, wir gehen in die Partie. So, meine Damen und Herren, willkommen in Bremen in der Bundesliga-Partie SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln. Auch hier wieder Schneegestöber. Also in den letzten Folgen, egal ob Dortmund-Karriere oder sonst was, ist irgendwie immer nur Schnee. Es ist ärgerlich, es ist nervig. Aber egal, wir müssen damit leben. Es ist halt auch kalt draußen. Es ist kalt in Deutschland. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Hier ist die Tabelle mit dem 4. Platz, mit dem 1. FC Köln, mit dem 13. Platz SV Werder Bremen. Und ja, wir müssen hoffen, dass wir einigermaßen fit aus dieser Partie rausgehen, damit wir auch gegen Leverkusen noch ein bisschen was erreichen. Wir haben ein bisschen umgestellt, aber nicht allzu viel umgestellt. Die Hoffnung ist auf jeden Fall die, dass wir irgendwie, ja, dass die Spieler nicht während des Spiels irgendwie sterben und dann gegen Leverkusen ausfallen oder so. Das wäre ein bisschen blöd. Modest, ja, ich gehe fast davon aus, dass er gegen Leverkusen nicht spielen kann. Bittencourt wird auch, glaube ich, etwas haarsträubend. Aber wir werden einfach mal in der Halbzeit wechseln oder kurz nach der Halbzeit und dann wird das schon. So, hier ist die Aufstellung von Werder Bremen mit Wiedwald, Garcia, Caldirola, Moisander, Gebre Selassie, Petzos, Lorenzen, Bauer, Bartels, Eggestein und Lennarty vorne im Sturm. Also eine überraschende Elf. Anscheinend haben sie auch ein bisschen durchgewechselt gegen uns. Damit sie auch in der nächsten Partie dann vielleicht fit sind. Vielleicht hat Werder Bremen auch eine wichtige Partie noch. Eventuell gegen Hamburg. Mal gucken, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, unsere Aufstellung kennt ihr ja bereits. Timo Horn im Tor. Links Hector, Heinz, Sörensen, Olkowski, Höger, Sané, Rausch, Bittencourt, Risse und Anthony Modest vorne im Sturm. Mal gucken, ob Anthony Modest heute mal wieder treffen wird. Es wäre schön, es wäre wünschenswert. Pimmelt ja meistens eher so im Mittelfeld rum. Hat zuletzt zwar getroffen, aber es ist immer noch nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle mit ihm. Also besser wäre schöner. Definitiv. Juri, Anstoß für Werder Bremen. Mit Bauer, mit Moisander, Bartels und Modest holt sich erstmal den Ball. Geht aber leider ins Seiten aus. Gebre Selassie. Jetzt der erste Angriff vielleicht für Werder Bremen, der wurde abgewedelt. Und jetzt der Angriff für uns mit Modest. Mal gucken, was er für uns bereithält. Schöner Ball auf Höger. Höger mit dem Schuss. Das ist fast das Tor. Nein. Wiedwald hält auch den Nachschuss von Risse. Hält er souverän. Riesenchance schon für den 1. FC Köln. Für den 1. FC Köln ganz am Anfang. Wiedwald sehr, sehr, sehr stark. So, aber wir kriegen erstmal die Ecke. Mal gucken, was daraus wird.
Ja, der kam eigentlich ganz schön. Modest jetzt am Ball. Rüber auf Bittencourt, der schießt! Auch wieder Wiedwald! Mein Gott! Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass das ein super Torwart ist, aber die ersten Minuten zeigen schon mal, dass er doch was halten kann. Ich halte eigentlich in der Realität nichts von ihm, wenn ich ehrlich bin. So, und Wiedwald wieder. Ja, schöne Anfangsphase vom 1. FC Köln. Das lief doch schon mal hervorragend. Darf auch gerne so bleiben. Lennart Thier jetzt. Und wir holen uns wieder den Ball. Also bisher sind wir definitiv stärker. Das darf gerne so bleiben. Schöner Ball. Oh, Risse. Schade. Ist mit Tempo da reingegangen. Schöner Ball auf Modest. Ah, der wird weggedrängt von Garcia. Nee, nicht von Garcia, sondern von... Ich weiß nicht. Von irgendwem halt. Garcia. Petzos. Und wieder Werder Bremen mit dem Angriff über Eggestein. Schön geholt von Höger. Das war richtig stark. Sehr stark. Modest. Sehr gut gemacht. Bittencourt. Setz dich durch. Pass auf. Modest. Modest. Und das ist wieder kein Tor von Anthony Modest. Oh, war das schön gespielt von Bittencourt. Und Modest. Oh, Mann. Ich verzweifle an ihm. Ich verzweifle einfach an ihm. Das hätte das Tor sein müssen eigentlich. Schön gelaufen von Anthony Modest, muss man auch zugeben. Aber dann muss er das Tor auch machen. Modest. Und wieder nichts. Schön gestört von Werder Bremen. Aber Höger, also der räumt, Höger räumt heute tatsächlich richtig gut auf. Schöner Ball von Modest auf Konstantin Rausch. Rausch, jetzt mit der Chance. Konstantin Rausch macht das 1:0 für den 1. FC Köln. Das war stark gespielt. Guter Ball von Anthony Modest auf Konstantin Rausch. Der setzt sich sehr stark durch gegen Gebre Selassie und Co. Und haut das, den Ball einfach ins Tor rein. Sehr stark gespielt. Koka Rausch mit seinem ersten Tor für den 1. FC Köln. Und das war vielleicht ein wichtiges. Wir müssen auf jeden Fall in der Halbzeit, glaube ich, Modest rausnehmen. Guckt euch mal seine Fitness an. Das ist ja... Puh. Das wird ja, das kann ja was werden gegen Leverkusen. Wobei, er trifft ja eh nicht, also von daher ist das ja halb so wild. So, wieder der 1. FC Köln mit dem Angriff, Bittencourt. Also in der Zentrale gefällt mir Bittencourt aktuell ziemlich gut, muss ich sagen. Da können wir ihn öfter mal einsetzen. Stark von Sané. Jetzt kann es wieder was werden. Modest, ah, leider geblockt der Ball. Wieder Koka Rausch. Koka Rausch setzt sich wieder durch. Bittencourt. Oh, der wird gelegt im Strafraum von Gebre Selassie. Also das sah nicht fair aus, wenn ich ehrlich bin. Das sah ziemlich, ziemlich ungestüm aus. Aber der Schiedsrichter pfeift einfach nicht. Eggestein wird nicht richtig angegriffen von uns. Bartels, schöner Ball. Gut geklärt, Sané. Sehr gut. Und jetzt wir wieder. Über Bittencourt. Modest, schöner Ball wieder auf Koka Rausch. Rausch wird bedrängt. Schöner Ball auf Leo Bittencourt. Bittencourt. Sehr schön gemacht. Bittencourt mit dem Schuss. Und Höger. Das ist doch nicht wahr. Was ist denn Wiedwald für ein Torwart? Mein Gott. Der ist ja wirklich stark jetzt. Das ist ja nicht auszuhalten. Wie stark hat er diesen Ball gehalten? Das ist ja krank. Das ist ja super krank. Also, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass wir so scheitern an Wiedwald. So, wieder wir. Wieder über Risse. Modest, sehr stark geholt. Ah, aber der Pass leider nicht sonderlich gut. Und Bittencourt. Also, was ist das hier für ein Spiel? Wir spielen richtig gut. Schön. Und Garcia. Stark. Sonst hätte Modest den Ball gekriegt und wäre frei vom Tor gewesen, hätte da wieder vergeben können. Oh Mann. Höger. Wieder sehr schöner Ball. Wieder auf Risse. Schöner Ball auf Bittencourt. Bittencourt auf Modest und der vergibt wieder. Kann den Ball nicht annehmen. Oh, stark. Risse versucht es. Oh, Bittencourt lenkt sogar noch ab, sodass es richtig gefährlich wurde. Aber Wiedwald mit seinen, weiß nicht, mit seinen Zauberkünsten hält den Ball wieder. Was hat der dann für Reaktion? Das ist ja krank. 42 Minuten gespielt, wieder eine Ecke für uns. Aber die geht direkt auf Wiedwald. Also die Flanke war schlecht.
Und wir wieder. Also wir spielen saustark. Werder Bremen überhaupt kommt überhaupt nicht ins Spiel. Die Angriffe von Werder Bremen werden ganz locker flockig abgearbeitet hier. Alles im Rahmen. Der Ball von Bittencourt war schlecht. Und jetzt wieder Werder Bremen. Stark gemacht. Sané. Und das war's. Die erste Hälfte ist vorbei. Wir müssen auf jeden Fall Modest auswechseln. Der ist komplett tot, leider. Aber ich denke mal, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir waren sehr viel stärker als Werder Bremen. Muss man neidlos anerkennen. Und ich denke mal, dass wir jetzt auf jeden Fall Zoller reinnehmen. Frei kommt für die rechte Seite. Und Bittencourt müssen wir abwarten vielleicht. Vielleicht doch Jojic schon mal rein. Komm, wir machen Jojic schon mal rein. Bittencourt hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Sehr, sehr stark gespielt. Hat mir richtig gut gefallen. Durch ihn, muss man fast sagen, durch ihn führen wir hier tatsächlich. Ich hoffe mal, das bleibt so. Und unsere Bank wird genau gleich spielen wie unsere erste Garde. Das wäre schon ziemlich schön. Zoller, sehr stark gespielt. Jo, jetzt schön auf Frei. Frei hat jetzt richtig Platz. Wenn jetzt die Flanke gut kommt auf Zoller. Wiedwald! Was ist denn mit Wiedwald los? Richtig gut wieder gehalten. Eine Wahnsinnsreaktion. Es ist nicht auszuhalten. Es ist einfach nicht auszuhalten. Wie Wiedwald hier Werder Bremen am Leben hält. Das ist ja der Wahnsinn. So, wir wieder. Jojic. Rausch. Schön auf Zoller. Wieder auf Rausch. Der auf Jojic, aber der kommt nicht durch. Jojic holt sich aber die Pille. Und leider wieder verbockt von Konstantin Rausch. So, Bartels. Schön gemacht. Caldirola. Gebre Selassie. Bauer. Na, jetzt komm. Gebre Selassie. Wir müssen irgendwie den Ball holen. Und jetzt kommt die Flanke und das pfeift natürlich der Schiedsrichter. Freistoß für Bremen. Mal gucken, was sie daraus machen. Ich hoffe nichts. Komm, köpft ihn raus. Sehr schön. So, Kucker Rausch sichert sich den Ball und verliert ihn wieder. Bartels holt sich den Ball. Jetzt die Flanke und die kommt sehr gut. Die kommt überragend. Ich weiß nicht. Da hat sich Horn, glaube ich, auch ein bisschen verschätzt. Eggestein macht das 1:1. Und es ist unglaublich unverdient. Sörensen kommt nicht richtig zum Kopfball. Und guckt euch Horn an. Was macht er denn da? Der ist überrascht, dass jemand zum Kopfball kommt, oder wie? Das verstehe ich nicht. Und damit steht es 1:1. Wenn man jetzt bedenkt, was Wiedwald alles gehalten hat, ist das komplett unverdient. Komplett unverdient. Aber leider müssen wir damit leben. Das ist Fußball. Fußball ist nicht immer verdient. Da gewinnt nicht immer der, der den meisten Ballbesitz hat oder so. Oder die besseren Chancen. Sondern der, der die meisten Bälle reinmacht. Rausch. Da hat das ein bisschen vergammelt hier. Hier sehen wir es. 7 Paraden zu einer Parade. Ärgerlich. Jetzt müssen wir Gas geben. Wir müssen Gas geben. Wir haben auf jeden Fall die Chancen. Oh, stark. Und Sané verliert den Ball. Das ist ein bisschen schwach. Eggestein. Oh, schön von Lorenzen. Lorenzen weiter. Eggestein. Gut gemacht von Sörensen. Und Timo Horn. Wir müssen Gas geben. Wir müssen definitiv Gas geben. Ich will hier keine Niederlage haben oder sowas. Da pfeift der Schiedsrichter, obwohl wir weiterhin den Ball haben. Also da hätte ich auch einen Vorteil gerne gehabt. Sané. Jojic. Schöner Ball. Oh, ärgerlich. Florian Grillic kommt jetzt mittlerweile. Das wäre zum Beispiel auch einer, den ich gerne verpflichten würde. Könnte ein guter Kandidat sein für das nächste Jahr. Sané kämpft gegen Petzos. Leider ohne Glück. Oh, Lennarty ist komplett frei, der schießt. Horn, stark gehalten von Timo Horn. Mit einer Hand hält er den. Da macht er einen auf Wiedwald. Aber wir werden auch so langsam platt. Das ist ziemlich ärgerlich. Wir sind fast platt. Und Werder Bremen hat anscheinend noch Kraft. Wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen die Chancen irgendwie nutzen, die uns geboten werden. Ansonsten wird es richtig ärgerlich hier. So, Jojic. Schöner Ball. Auf, Kucker Rausch.
Macht Gucker Rausch was daraus. Rausch. Oh, die Flanke. Was war das denn? Und Sörensen, sehr schön. Jojic. Kevin Frey. Ah, wurde noch geblockt. Schöner Schuss ansonsten. Der Einwurf für Werder Bremen. Fritz Grillitsch. Ja, nutzt natürlich jetzt die Seite hier. Lorenzen gegen Sörensen. Oh, Sörensen läuft dran vorbei. Schöner Ball. Horn. Stark. Ja, jetzt wird Werder Bremen definitiv stärker. Aber es ist nichts im Vergleich zu den Chancen, die wir liegen gelassen haben. Höger weit weg. Ich weiß nicht, war Zoller überhaupt mal am Ball? Der gefällt mir aktuell gar nicht. So, jetzt macht Werder Bremen auf Zeit hier, oder was? Fritz. Garcia. Was ist denn das hier? Schöner Ball auf Bartels. Und Rausch kriegt den Ball nicht. 5 Minuten sind noch zu spielen, plus Nachspielzeit. Es ist im Moment nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir müssten eigentlich hier führen. Ganz locker müssten wir hier eigentlich führen. Aber wir sind irgendwie ja, zu blöd vorm Tor anscheinend. Rausch. Sehr schöner Ball. Jojic. Zoller. Ah, das ist alles sehr eng hier. Die Jungs sind platt, man merkt es. Sehr schöner Ball auf Zoller. Zoller rüber auf Jojic. Der legt weiter auf Zoller. Zoller, das ist es! Simon Zoller mit dem 2:1 in der Nachspielzeit. Und sorry Leute, aber es ist verdient. Es ist verdient, dass wir hier jetzt nochmals in Führung gehen. Wiedwald kommt sogar noch raus. Fast hätte er den Ball wiedergekriegt. Aber Simon Zoller, ja, Gott sei Dank macht er dieses Ding rein. Was ein super schöner Pass übrigens auch. Der zum Tor führt. Das war, glaube ich, von Jojic. Und Simon Zoller verwandelt eiskalt zum 2:1. Es ist verdient. Es ist einfach verdient. Was Wiedwald hier rausgeholt hat aus ja, seinen Möglichkeiten oder aus dem Tor, war der Wahnsinn. Und ja, jetzt haben wir es doch noch hingekriegt, dass wir hier das Tor machen. Hier, Parade Wiedwald, Parade Wiedwald, Parade Wiedwald, Parade Wiedwald. Was ist denn hier los? Wiedwald, Parade. Und 2 Paraden, Timo Horn. Naja. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich bin definitiv zufrieden hier mit dem Spiel oder mit zumindest mit dem Ergebnis. Mit dem Spiel kann man nicht zufrieden sein. Wir hätten da auf jeden Fall mehr Tore verdient gehabt, aber ich denke mal, mit dem Ergebnis können wir definitiv zufrieden sein. Modest hat ja, einen Spieler das Match gekriegt, obwohl er nur eine Halbzeit gespielt hat. Nicht schlecht. Ja, damit hätten wir auf jeden Fall gewonnen. Damit haben wir uns wieder ein bisschen fixiert in der Tabelle. Haben wir uns ein bisschen festgesetzt. Das ist sehr, sehr schön. Jetzt geht's dann gleich in der nächsten Folge gegen Borussia Mönchengladbach. Das wird ein sehr, sehr schwieriges Match. Ich hoffe mal, dass wir da ein Team zusammenkriegen. Das wäre schon ziemlich schön. Ansonsten hier Verträge folgender Spieler demnächst auslaufen. Mavrei und Lehmann. Ja, die müssen wir dann nächstes Jahr einfach ersetzen. Ich glaube, Mavrei und Lehmann, sie haben ihre Dienste, haben sie erfüllt. Mavrei ist sowieso in der Realität schon gewechselt. Den können wir auch direkt mal eigentlich auf die Transferliste setzen, würde ich fast sagen. Lehmann, ja, ob wir den verlängern, weiß ich noch nicht. Ich würde den gerne ersetzen mit einem anderen ZTM, den wir dann irgendwie einkaufen. Allerdings muss dann halt auch das Transferbudget irgendwie in irgendeiner Form passen. Da müssen wir erstmal abwarten. Naja, das nächste Spiel also gegen Bayer 04 Leverkusen. Ich hoffe jetzt echt inständig, dass wir da irgendwie ein Team zusammenkriegen. Müssen wir mal abwarten. So. Wen werden wir trainieren? Girassi sieht gut aus zum Trainieren, Özcan sieht gut aus zum Trainieren, Bittencourt sowieso und Frei auch. Heinz, der hat sich schon auf die 79 gepusht. Ich denke mal, dass wir da auf jeden Fall jemanden nehmen, der näher dran ist. Sörensen habe ich da eben schon gesehen. Ja, Sörensen sieht gut aus, dass wir den auf die 78 kriegen. So, pushen wir den mal und dann legen wir los. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, ob sich da irgendwas bewährt hat. Ja, natürlich. Bittencourt hat sich gepusht, ist jetzt auf der 79 und Sörensen auf der 78. Guckt euch Sörensen an, der geht sogar straight auf die 79 zu. Das ist sehr schön, das freut mich sehr, sehr, sehr. So, und dann hoffen wir mal, dass er sich genauso entwickelt, auch im Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Das wäre super optimal, aber da ist noch auf jeden Fall ein bisschen Platz, glaube ich. So, gucken wir uns das Team an.
Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Außer Sané, der ein bisschen platt ist, aber den können wir mit Özcan oder Lehmann ersetzen. Das wäre gar nicht so schlimm. Aber ansonsten sehen die alle ziemlich fit aus. Rausch hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich denke mal, den lassen wir auch. Wobei Osako... Ach komm, Osako vielleicht für Modest mal? Wäre vielleicht auch mal eine Idee, ne? Modest sieht jetzt auch schon ziemlich platt aus. Ich denke mal, dass wir tatsächlich Modest mal auf die Bank setzen. Zoller geht dann dafür raus. Und tatsächlich Osako mal einsetzen für den Sturm. Es könnte funktionieren, wenn ich ehrlich bin. Sané müssen wir im Auge behalten. Der wird wahrscheinlich nicht lange aushalten im Spiel gegen Leverkusen. Aber wir brauchen ihn. Er ist eine defensive Stütze, die sehr, sehr wichtig ist. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall ihn drin haben. Wir gehen mal zur Pressekonferenz und werden uns mal motivieren. Mal gucken, ob wir gegen Leverkusen irgendwie in irgendeiner Form bestehen werden. Das wäre schon ziemlich schön. Leverkusen ist aktuell auf dem 5. Platz. Naja, müssen wir mal abwarten, wie das so wird. Nun gut, diese Folge ist damit auf jeden Fall beendet. Wir haben gegen Werder Bremen gewonnen, was sehr, sehr schön ist. Auch absolut verdient gewesen ist. Ihr habt das Spiel gesehen, das ist sehr krank. Das ist einfach nur krank. Naja, Juri, diese Folge ist damit beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge gegen Bayern 04 Leverkusen im Rhein-Derby. Also, macht es gut und ciao. Just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go.